Warum engagiere ich mich für die Innenstadt? Ich finde, dass die Innenstadt in Bamberg noch etwas unter ihren Möglichkeiten bleibt. Ich betreibe hier ein Hotel und Gastronomie in Bamberg in der Stadt, bin aber ja selber Bürger, bin hier aufgewachsen und geboren. Und ich wünsche mir einfach, dass das Ziel in dieser Entwicklung der Innenstadt ist, dass wir die Wege, die die Leute gehen können, ein bisschen erweitern. Ich möchte eigentlich, dass es mehr 1A-Lagen gibt, ja, dass sich nicht alles quasi auf diese Meile obere Brücke Richtung Königstraße begrenzt, sondern dass wir einfach diesen Bereich guter Lagen in der Innenstadt erweitern, also mehr 1A-Lagen schaffen. Und dazu ist es halt notwendig, Anreize zu schaffen, dass die Leute diese eingetretenen Wege verlassen, dass ich mit einfachen Mitteln attraktive Punkte schaffe, damit die Besucher, die nach Bamberg kommen, einfach auch mal abbiegen, mal etwas mehr verweilen, etwas mehr Zeit aufwenden. Das ist der eine Punkt. Und natürlich, weil ich auch ein anderes Klientel noch ansprechen möchte, das nach Bamberg kommt. Ich weiß aus eigener Erfahrung natürlich, dass wir halt sehr viele Biertouristen haben, die ja natürlich aber auch gewisse Nebeneffekte haben, die vielleicht nicht jeder gut findet. Und das Ziel muss einfach sein, mehr Familien nach Bamberg zu bringen, mehr, ich sage jetzt mal, gute Leute nach Bamberg zu bringen, also mehr Qualität in den Tourismus zu schaffen. Und dafür ist es meiner Ansicht nach notwendig, eine Innenstadt zu haben mit einem attraktiven Einzelhandelsangebot. Deshalb auch Leute mit den, ich sage jetzt mal, entsprechenden Möglichkeiten anzieht, die dann halt hier auch gerne dieses Einkaufserlebnis annehmen. Und diese Einzigartigkeit von Bamberg mit den vielen noch bestehenden inhabergeführten Geschäften halt erhalten.